Sicherung der Zielposition. Ja. Let's go. Nein. Let's go. Ja, gut Play, ja. Er ist so süß, der Mate. Er ist so süß. Zwei. Nein, ich muss schneller sein. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich hab keinen Stein. Ah, unlucky. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Heute schauen wir uns meine absoluten aktuellen Lieblingswaffen an in Warzone. Eine Waffe, die wirklich extrem viel Munition am Start hat und eine Waffe ist, die auf großer Distanz wirklich sehr gut lasern kann, wirklich sehr präzise ist, sehr leicht zu kontrollieren ist. Es geht natürlich um die PKM. Wirklich, wie gesagt, eine meiner Lieblingswaffen. Und dadurch, dass die AMAX etwas schwieriger zu kontrollieren ist nach den ganzen Nerfs, ist die PKM wirklich eine sehr gute Alternative für Spieler, die jetzt allgemein mit dem AMAX-Rückstoß nicht so gut klarkommen. Denn die PKM ist, wie gesagt, sehr leicht zu kontrollieren und ist trotzdem, dadurch, dass es ein leichtes Maschinengewehr ist, doch relativ mobil. Wie gesagt, ich weiß natürlich, dass die AMAX noch etwas stärker ist als die PKM. Allerdings dadurch, dass der Rückstoß etwas stärker geworden ist, kommen natürlich mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so viele Leute mit der Waffe klar. Deswegen gleicht sich das Ganze natürlich speziell auch auf großer Distanz so ein bisschen aus. Wir haben den PKM PPS Haloader doch gestern im Turnier gespielt. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Danke für den ganzen Support. Bevor wir jetzt mit Gameplay starten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, solltet und ihr nichts verpassen wollt über Warzone, die besten Waffen, die aktuell Meta, lasst gerne ein kostenloses Abo da, lasst natürlich auch gerne einen Kommentar da, was haltet ihr von der PKM, kommt ihr noch mit der AMAX klar und vergesst natürlich auch nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und jetzt würde ich sagen, starten mit dem Gameplay, let's go. Von wo? Naja, du. Da unten. Hört sich close an. Ein Knock da oben. Und ein Knock. Okay. Sag, wenn du beamen willst, den rechten erst, oder? Ja. Los. Null. Ja, nein, nein, zusammen. Zwei da drin immer noch. Ja, einer kommt, push. Oh mein Gott, Digga. Eines unter dir, glaub ich. Ah, es sind zwei. Einer ist rechts rein, low, okay. Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Okay, Bro. Okay. Ah, Kuss, er ist der allerbeste, sorry. Digga, wo bist du? Er sniped da hinten, Digga. Oh, no. Er wusste, Digga. Woher? Woher? Ich hab mich... Ach, Bro. Ich wusste doch, er hackt, Digga. Er hat Wallhack. Da. Markiere Wegpunkt. Da. Einen habe ich knockt von den beiden. Kannst du ihn finishen? Ne, ne, der ist um die Ecke. Der ist um die Ecke. Let's go, Jungs, let's go. Er hat einen AP.
Noch einer? Noch ein neuer. Er pusht dich aus Haus. Links, ich kann nicht Haus. Raus. Unten, hinter dir. Nein! Unter dir. Zwei Leute. Ja, auch noch gefeiert. Nice. Was hast du? Beamen oder nicht? Beamen. Nein. Digga, jetzt nice, einer noch. Wir finish. Nice. Hab ihn. Der muss runter. Gut. Nice. Oh, Police, Police. Einer noch unter euch. Nur noch Police unten. Let's go! Heißt runter. Instant. Let's go, Jungs. Ja. Einer noch. Beide noch. Beide. Bisschen ruhig. Fahrzeug. Einer raus. Vor dir, Daniel. Ja, kannst du mich decken? Hab ihn. Einen noch beim Auto. Habt ihr zu zweit, Jungs? Ein AP. Ich hab jetzt auch. On me. Oben. Oben, wer? Sehr schön, Jungs. Warte, ich hol ihn. Leidet. Entweder. Einfach besser, Digga. Angela Merkel, sorry. Einfach Merkel weggeflext, Digga. Oben einer noch. Go. Stark. Ich rotiere nach links, Achtung, bleib safe. Ja, direkt neben mir. Da ist hinten noch ein Container. Da war einer, auf jeden Fall. Let's go. So, jetzt kommen wir erstmal zum Klassen-Setup zu der PKM und zu der PPSH. Wie gesagt, das Ganze harmoniert wirklich sehr, sehr gut, da man mit der PKM eine Waffe hat, die auf Long Range wirklich sehr stark ist, sehr präzise ist und mit der PPSH wirklich ein absolutes Nahkampfmonster, das trotzdem sehr mobil ist und dafür sorgt, dass man mit diesem Loadout auch sehr schnell über die Map kommt. Bei der PKM, da ist natürlich eine Modern Warfare Waffe, spielt ihr natürlich ganz logischerweise den Molecha-Dämpfer, der für die effektive Schadensreichweite sorgt. Da beim Lauf spielt ihr den 26,9 Zoll verlängerten Lauf, der für effektive Schadensreichweite, Kugelgeschwindigkeit und Rückschusskontrolle sorgt. Der letzte Lauf sorgt zwar etwas theoretisch noch ein bisschen für Reichweite, allerdings gibt er keine Rückschusskontrolle und man kommt speziell auf Distance mit der Waffe nicht mehr so gut klar. Da beim Laser spiele ich persönlich den taktischen Laser für ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität und Zielstabilität beim Laufen. Vielleicht gibt es noch eine Alternative, die ihr auch spielen könnt, allerdings ich persönlich spiele den taktischen Laser. Dann natürlich auch ganz normal das VLK-Visier, was natürlich speziell auf große Distanz sehr effektiv ist. In Kombination mit dem Laser habt ihr natürlich auch dadurch noch ein bisschen besseres Aim und könnt natürlich speziell auch dadurch einfach Gegner auf große Distanz sehr gut beamen. Beim Rundlauf spielt ihr den Aufsatzhaltegriff, der speziell was leichte Maschinengewehr, der wirklich so der OP-ste ist, den man spielen kann, sorgt für Rückschusskontrolle und ZV-Geschwindigkeit, was schon wirklich sehr OP ist, deswegen ist das auf jeden Fall der Way to go, den man spielen sollte. Und das ist das PKM-Klassen-Setup, was ich persönlich am besten finde. Wie gesagt, falls ihr jetzt mit dem taktischen Laser nicht ganz klarkommt, dann könnt ihr natürlich stattdessen auch beim Schaft den Fortstark-Stalker-Schaft spielen. Allerdings muss ich persönlich sagen, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat mit dem taktischen Laser, dann braucht man auf jeden Fall den Schaft nicht und sollte den taktischen Laser spielen. Und das ist das beste PKM-Klassen-Setup in Warzone Season 3. Und eine Waffe ist, die natürlich auch so ein bisschen vergibt, wenn ihr ein paar Kugeln daneben schießt, weil ihr einfach 100 Schuss im Magazin habt. Dann natürlich spielen wir das Ganze in Kombination mit der PPSH, die wirklich auch eine sehr, sehr nice Waffe geworden ist. Im Nahkampf wirklich so mit die stärkste Waffe, die es gibt. Das Ganze spiele ich mit dem Gru Mündungsfeuerdämpfer, dem 15,7 Zoll Sonderkommandolauf, dem Tiger Team Scheinwerfer, der natürlich extrem fürs Movement sorgt, dem Plünderer-Schaft und dem 55 Schuss Magazin, das erste Magazin. Und diese Kombination aus PPSH und PKM hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich bin mit der Klasse auch wirklich sehr gut im Turnier klargekommen, hat sehr gut funktioniert. Kuste auf jeden Fall da nochmal für den Support. Wie gesagt, testet das Ganze, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und natürlich, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie immer, falls ihr neu sein solltet und ihr nichts verpassen wollt über Warzone, die besten Waffen, die besten Klassen, lasst gerne ein Abo da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und Leute, das wär's mir. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.